So, wie ihr auf dem Bild gesehen habt, geht es um die Herbstzeit, um ein bisschen Deko. Letztes Jahr um die Zeit habe ich euch jede Menge Kürbisse gezeigt und dieses Jahr dachte ich, Schluss mit Kürbissen und wir dekorieren ein wenig. Wir haben damit schon angefangen und wir mögen Halloween ganz gern. Und jetzt dachte ich mir, ein bisschen selbstgemachte Deko wäre ganz gut. Ich habe mit Fledermäusen angefangen, schauen so aus. Ich wollte speziell kleine, süße Fledermäuse, man kann sie bestimmt noch gruseliger machen, mit spitzeren Ohren und vielleicht einem böseren Gesicht, je nachdem. Die Flügel ein bisschen größer und spitzer auch. Aber mir war es wichtig, dass sie eher ins Süßliche gehen, damit die Kinder keine Angst davor haben. Und ich muss sagen, sie sind sehr gut angekommen, sie haben sich sehr darüber gefreut, ich soll noch viel, viel mehr machen. Da gibt es dann viel Arbeit für die Mama. Aber erstmal zeige ich euch, wie die kleinen Mäuse funktionieren. Und vielleicht gefällt dem einen oder anderen so eine Fledermaus und er macht sie nach. Was ich ein bisschen variieren werde, sind die Augen. Man kann sie natürlich selber sticken oder einfach so Knöpfe rantun oder eben so coole Augen. Ich fand die ganz lustig. Ich werde noch größere und kleine ausprobieren. Und ab und zu haben sie so einen Hänger drinnen. Also entweder sind sie ganz normal oder sie haben so einen Hänger drin, dass einer oben, einer unten ist. Dann schiebt die Fledermaus, schaut auch ganz toll aus. Ja, probiert es einfach mal aus. Ich zeige euch jetzt von der Farbe her eine graue. Schwarz sieht man nicht ganz so gut beim Video machen. Jetzt dachte ich mir, ich mache einfach in Grau. Ihr könnt natürlich farblich euch austoben nach Lust und Laune. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich habe bewusst dann etwas dickere Wolle, würde ich sagen, jetzt genommen, weil normal häkle ich mit diesen bisschen dünneren. Das erkennt man hier von der Stärke ein wenig. Und aber dafür nehme ich nur Nadelstärke 3. Normalerweise wäre so 4, 4,5 normal für die Wolle. Aber ich wollte einfach etwas eine dickere Wolle, aber dünnere Nadel, damit die Fledermaus einfach nicht zu groß wird. Ich habe es so nicht ganz handgroß bei mir gemacht. Also bei den Kindern passt es wunderbar rein. Und ja, ihr könnt natürlich dann das ausprobieren und riesige Fledermäuse machen. Gut, also wir nehmen die Wolle zur Hand und es geht ganz leicht los. Ihr werdet sehen, im Großen und Ganzen ist sie relativ schnell gemacht und an so einem Abend schafft man schon mal zwei, drei Fledermäuschen und wenn man die dann hintrapiert, ist das recht schön am nächsten Tag für die Kinder. Gut, also ich fange mit einem magischen Ring an. Und in den mache ich 6 feste Maschen hinein. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ziehe den magischen Ring zusammen. Und ich häkle in Runden weiter. Wer möchte, kann natürlich auch Kettmaschen machen. Jetzt geht es von 6 festen Maschen auf 12 weiter und dazu einfach jede Masche verdoppeln. Wenn ihr die 12 festen Maschen habt, geht ihr gleich weiter hoch auf 18 feste Maschen und dazu jede zweite feste Masche verdoppeln. Und das Ganze 6 Mal. Dann geht es von den 18 festen Maschen hoch auf 24. Dazu verdoppeln wir jede dritte Masche und das Ganze wieder 6 Mal. Bei den 24 festen Maschen bleiben wir jetzt und machen 4 separate Runden mit 24 festen Maschen. Und dann ist der Kopf von der Fledermaus schon halb fertig. Wenn ihr die 4 separaten Reihen habt, schaut das Ganze dann so aus. Und jetzt nehmen wir wieder Maschen ab. Und jetzt geht es von den 24 festen Maschen auf 18 runter. Dazu jede dritte und vierte Masche abnehmen und das Ganze wieder 6 Mal. Und von den 18 festen Maschen geht es runter auf 12 feste Maschen. Dazu nehmen wir jede zweite und dritte Masche ab und das Ganze wieder 6 Mal. Von den 12 festen Maschen geht es nochmal runter auf 6 feste Maschen. Dazu jede Masche abnehmen und insgesamt dann eben 6 Mal und dann seid ihr auf 6 festen Maschen. Den Kopf von der Fledermaus gemacht. Jetzt machen wir ein ganz kurzes Stückchen vom Hals und dann geht es weiter mit dem Körper. Und zwar sind wir jetzt auf 6 feste Maschen runtergegangen. Ich habe den Kopf jetzt mit Füllwatte ausgestopft. Und jetzt mache ich eine Runde mit 6 festen Maschen. Wer möchte, kann natürlich auch 2 oder 3 machen, dass der Hals etwas länger wird. Mir reicht die eine Runde. So, 5 und 6. So, und jetzt geht es wieder hoch auf 12 feste Maschen.
Und dann machen wir den Körper. Und dazu verdoppeln wir jede Masche, so dass wir von 6 auf 12 wieder, ups, von 6 auf 12 wieder hochgehen. Jetzt haben wir 4, dann 5 und 6, 7 und 8, 9 und 10, 11 und 12. Und bei den 12 festen Maschen bleibe ich jetzt und mache 4 separate Runden mit 12 festen Maschen. So, und jetzt geht es wieder von den 12 festen Maschen runter auf 6 feste Maschen und dazu jetzt einfach jede Masche abnehmen. Das ist noch die letzte Möglichkeit nachzustopfen und dann wird das Ganze zugemacht. Ich nehme immer eine Masche ab. Ihr könnt natürlich dreimal eine Masche abnehmen. Ich nehme immer nur eine Masche ab, dann lasse ich eine aus, dann mache ich eine Kettmasche, wieder eine auslassen, wieder eine Kettmasche durchziehen und so ist es dann fertig. Abschneiden und Faden sichern. So, jetzt haben wir hier den Kopf gemacht und hier den kleinen Körper. So schaut es quasi nackt aus und so wird es dann nachher ausschauen. Gut, dann die 2 Fäden vernähen und dann machen wir uns gleich mal an die Ohren ran. Die Ohren gehen folgendermaßen ganz, ganz simpel. Wie ihr gesehen habt, ist eigentlich nur ein Kreis. Und zwar ist es so, dass wir von 6 festen Maschen auf 12 und 18 hochgehen. Und das war es dann auch schon. Das ist das Ohr. Und dann folgt innen drinnen noch ein farbiger Kreis. Kann man machen, muss man nicht machen, aber es ist besser, es sticht einfach raus. Und da gehen wir einfach auf 12 Maschen hoch und verbinden das Ganze, also nähen es zusammen und dann haben wir ein schickes kleines Fledermausohr. Gut, also wir fangen mit einem magischen Ring an und machen in den wieder 6 feste Maschen hinein. Jetzt will er nicht. So, jetzt. Okay, also 6 feste Maschen hinein, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, magischen Ring wieder zusammenziehen und dann von 6 auf 12 feste Maschen hochgehen und dazu jede Masche verdoppeln. Dann von den 12 festen Maschen auf 18 feste Maschen hoch und dann ist das Ohr schon so gut wie fertig. Und dazu einfach jede zweite Masche verdoppeln und das Ganze 6-mal. So, der erste Teil vom Ohr ist fertig. Ich habe jetzt den Faden einfach abgeschnitten und gesichert. Und jetzt habe ich eine Rot zur Hand genommen. Es ist so ein etwas dunklere Rot. Nehme ich auch gern für Kirschen her. Dann sticht das etwas mehr raus, hat so einen leichten Pink-Stoß drinnen. Farbakzent drinnen und ja, die nehme ich jetzt einfach. Ihr macht dann auch wieder einen magischen Ring mit 6 festen Maschen hinein. So. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Zieht den magischen Ring dann wieder zusammen. So. Dann verdoppelt ihr jede Masche und geht dann von 6 feste Maschen auf 12 feste Maschen hoch. So, mal 4, 5 und 6, 7 und 8, 9 und 10 und 11 und 12. Wer möchte, kann das Ganze natürlich mit einer Kettmasche verbinden. Ich mache es nicht, weil ich verbinde das mit dem Zusammennähen dann. So, okay, Faden gesichert. Und jetzt ist das ganze Geheimnis, also praktisch, ich nehme den Faden und verbinde den Kreis so richtig schön zusammen
Und dann nähe ich ihn hier ans Ohr an. Dann haben wir außen schön grau, innen schön rot. Und wenn ich das Ganze zusammengenäht habe, dann nehme ich mir die zwei grauen Fäden und nähe das ganze Ohr dann an die Fledermaus ran. Und so sieht es dann nachher aus, wenn es angenäht ist. So sieht es dann eben vernäht und angenäht aus. Und das Ganze braucht ihr natürlich dann zweimal. Dann hat eure Fledermaus hübsche Ohren. So, die Flügel funktionieren folgendermaßen. Ihr nehmt wieder die Grau. Lasst euch ein Stückchen Faden über Wingham vernähen. Dann macht ihr 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann geht's zurück mit 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Dann die Arbeit wenden, keine Luftmasche dazwischen, sondern einfach nur wenden. Dann nehmt ihr 2 Maschen ab, 1, 2, so, dann macht ihr 4 normale feste Maschen, 1, 2, 3 und 4 und in die letzte macht ihr 2 feste Maschen hinein, also ihr verdoppelt. Es ist extra so, dass einfach diese Form, dass auf der einen Seite etwas spitzer wird, an der anderen geht es ein bisschen zurück, dass es hier diese Form dann einfach entsteht. So typisches Fledermaus, die Flügelchen eben, sind ja normalerweise ein bisschen spitz dazwischen, oder, aber man kriegt es halt schwierig hin und so schaut es, glaube ich, auch ganz gut aus. Gut, also wir haben da am Schluss verdoppelt, jetzt wenden wir die Masche, verdoppeln gleich zu Anfang. Also 2 feste Maschen in die erste hinein und dann folgen 6 normale feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Also ihr seid jetzt dann inzwischen auf 8 feste Maschen, eben durch das Verdoppeln. Dann wenden wir wieder. Machen ganz normal 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, okay. Und man sieht, dieses Muster entsteht schon vom Flügel. Gut, dann wieder wenden. Wir verdoppeln wieder eine Masche, also die erste. Machen dann 5 normale feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und nehmen die letzten 2 ab. 1 und 2. So, dann wieder wenden. Dann nehmen wir gleich zu Anfang 2 Maschen ab. So, dann kommt eine Kettmasche. So, dann wird es eben etwas rundlicher vom Flügel her. Und dann 5 normale feste Maschen. 1, 2. Wir machen jetzt 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. So, und es macht nichts, wenn es hier ein bisschen so reingeht, weil das eben auch so diese Einkerbung vom Flügel ist. So, wir wenden jetzt die Arbeit und nehmen jetzt 2 feste Maschen ab. In der Mitte machen wir ganz normal eine feste Masche und nehmen nochmals 2 feste Maschen ab, sodass ihr von den 5 festen Maschen, die ihr jetzt hattet, auf 3 runterkommt.
Und dann Arbeit wieder wenden und dann nimmt ihr einfach hier beide Maschen ab und zusammenziehen und seid jetzt quasi fertig. So, jetzt habe ich es. Und dadurch, dass ihr immer wieder mal zwischendurch die Maschen abnehmt und eben hier zum Beispiel eine auslasst, habt ihr diese, ich hoffe, man sieht es da, sieht man es ein bisschen besser, diese Einkerbungen, dass so eine Art Flügel entsteht. Also es ist ein bisschen schwierig, den zu machen, da muss man ein bisschen rumspielen, aber ich finde, es passt. Also es schaut dann, wenn man es wirklich dran macht, schaut es eigentlich recht gut aus. Und ich glaube, das manchmal sieht man es mehr, manchmal weniger, je nachdem, wie man es abnimmt. Und ich finde einfach, hier zum Beispiel ist es recht gut geworden mit den Einkerbungen. Aber probiert es mal selber aus, spielt ein bisschen mit dem Ganzen und dann seht ihr, wie es wird. So, ich schneide diesen Faden wieder ein Stückchen länger ab, sicheren. Und das Ganze ist, wir brauchen den Flügel zweimal, macht das Ganze nochmal und dann wird der an den Körper, so richtig rum, dass die Einkerbungen eben nach unten sind, dann einfach angenäht. So, gut, also zweimal den Flügel bitte. Was unserer Fledermaus jetzt noch fehlt, ist, beziehungsweise sind hier diese kleinen Beinchen. Bei der schwarzen habe ich sie ein kleines Stückchen kleiner gemacht, hier ein größer. Entscheidet selbst, was euch gefällt. Ich zeige jetzt einfach mal, wie es funktioniert. Ist ganz, ganz, ganz simpel. Ihr nehmt euch den Faden, dann entscheidet ihr euch entweder für 8 oder 7 Luftmaschen. Ich nehme jetzt einfach mal 7 Luftmaschen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann macht ihr in die zweite Luftmasche, macht ihr 5 feste Maschen hinein. 1, 2, 3, 4. Ihr könnt natürlich auch nur 4 machen. Also ihr müsst schauen, ob euch die Füßchen zu groß sind. Ansonsten 5 feste Maschen, die zweite Luftmasche hinein. Dann macht ihr in die nächsten Luftmaschen nur Kettmaschen hinein. Bis zur letzten Luftmasche. So. Und bei der letzten Luftmasche macht ihr dann wieder eure 4 oder 5 feste Maschen, je nachdem, wie groß ihr die Füßchen eben haben möchtet. Es entstehen so zwei so kleine Kreise. 4 und 5. So, dann lasst euch ein bisschen Faden über. Abschneiden, Faden sichern, ganz wichtig. So, und jetzt habt ihr hier wie so zwei kleine Kreise und hier eben was Dünneres. Und dann nehmt ihr eure Fledermaus, so wie hier eben auch. Und unten befestigt ihr das Ganze, näht ihr das zusammen, hier an der Mitte, so zusammen. Und dann habt ihr hier so eure kleinen Füßchen. Und wenn das zusammengenäht ist, dann liegen hier die Füßchen ganz frei und könnt ihr dann schön bewegen. Und es ist halt in der Mitte angenäht. Das ist das ganze Geheimnis von den Füßchen, also wirklich nicht schwer. Gut, also wir haben den Kopf, den Körper, zweimal Flügel, zweimal Ohren. Der Mund, da habe ich einfach dieselbe Rot wie vom Ohr genommen und einfach über 2 bis 3 Maschen hingezogen. Ihr könnt ihn natürlich noch lachender machen oder vielleicht böser oder ich weiß es nicht. Ich habe es einfach so gestaltet. Und wie gesagt, bei den Ohren, da habe ich so ganz simple, normale Wackelaugen gekauft. Ich habe sie noch in kleiner und größer gekauft, dass man wirklich variieren kann, je nachdem. Und dann mit der Heißklebepistole einfach dran gemacht. Wenn kleine Kinder im Haushalt sind, dann lieber Augen draufsticken. Da könnt ihr dann einfach ein normales Schwarz nehmen, ein paar Mal in dieselben Maschen rein, dann habt ihr schön gestickte Augen. Sind sicherer bei kleinen Kindern, bevor sie sich an den Wackelaugen, bevor sie es abbeißen und verschlucken oder so. Das muss nicht sein. Aber so als Deko muss ich persönlich sagen, finde ich so Wackelaugen schöner. Ist Geschmackssache. Es gibt bestimmt noch andere Variationen. Es gibt auch Perlen, die ihr zum Beispiel nutzen könnt. Aber ihr müsst halt immer schauen, dass es gut befestigt, sobald Kinder in der Nähe sind. Ist es halt wirklich gefährlich. Aber ansonsten
könnt ihr euch austoben. Gut, das war's dann. Mehr zeige ich euch nicht, sonst bevor ich euch langweile. Also einfach zweimal Ohren, zweimal Flügel, Kopf und Körper, dazu die kleinen Füßchen und dann ist die Fledermaus schon so gut wie fertig. Alles dran nähen und dann kann sie ein wenig herumspucken. So, dann die Augen noch richtig hinbekommen, dass sie nicht ganz so schielt. Gut, und dann könnt ihr natürlich auch verschiedene Farben machen. Ich habe jetzt einfach nur Grau und Schwarz genommen. Das Typische, da genau, das ist, was ich meine, wenn die Augen mal stehen bleiben. Schaut es recht lustig aus, wenn die schielt. Und ihr könnt natürlich farblich variieren, wie ihr wollt. Aber soweit so gut, das war's von meinem ersten Herbstdeko-Video. Einfach mal ein paar kleine Fledermäuse. Und ich bleibe jetzt einfach dabei, dass ich ein paar Deko-Sachen zeige und dann gehen wir wieder über zum Essen, keine Sorge. Gut, ich hoffe, sie gefallen euch und ihr häkelt sie fleißig nach. Bis bald!